Ausstellung Schwarze Moderne, Afrika und die Avantgarde präsentiert einen Trialog aus Werken indigener Künstler aus verschiedenen Ethnien Afrikas, Meisterwerken der Kunst der klassischen Moderne und exemplarischen Positionen einer schwarzen globalen Gegenwartskunst. Picasso hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinen ersten Pariser Jahren leidenschaftlich für die afrikanische Kunst entflammt. Damit stand er nicht alleine. Das war Geschmack in Pariser Künstlerkreisen, auch André Derain, Maurice de Flamenc und sein Erzkonkurrent Matisse kannten dieses Faszinosum, das von indigener afrikanischer Kunst ausging. Und es war so eine Art Jungbrunnen- oder Frischzellenkur für die gesamte Pariser Avantgarde dieser Zeit. Die Ausstellung besteht aus über 80 Leihgaben, die aus weltweiten musealen und privaten Sammlungen zusammengetragen worden sind, aus Städten wie New York, Paris, Genf, Düsseldorf beispielsweise. Das Faszinosum einer Welt, die man, vor dem man staunend steht, und man wird nicht müde, diese Dinge zu bewundern. Von denen geht ein Reiz aus, der ganz besonders ist. Auf der anderen Seite kann der Besucher erfahren, wie Künstler wie beispielsweise Chiri Samba, John Edmonds, Maître Sims oder Gonzalo Mabunda aus einer zeitgenössischen Perspektive genau dieses Verhältnis zwischen klassischer Moderne und indigener afrikanischer Kunst in ihren Werken kritisch reflektieren.